Schönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei einer wahnsinnig tollen, ramschvertrödelten Folge Bahnfinders. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir uns ja außerhalb unseres Ladens bewegen, und wir müssen in die Mikrofilmstudios in White Sands. Und da soll es eine Rüstungsrequisite geben aus dem Filmklassiker Angriff des toten kopflosen Reiters. Ich hoffe, dem werden wir dort nicht begegnen. Aber wenn wir sie finden, gibt's $700. Und wir werden ja nicht nur dieses Ding da finden, sondern bestimmt noch viel anderes. Und ich will jetzt ein bisschen sparen. Wir haben 7, 8. Wir sparen jetzt einfach mal ein bisschen, damit ich mir dieses Hühnerradar kaufen kann. So, wir brauchen einen Dietrich, eine Schaufel, eine Lampe und eine Axt. Kriegen wir hin. Ein altes Filmstudio im St. Felix Valley in Don Arlindo County. White Sands, das aufgrund seiner Schließung im Jahr 1968 aufgegeben wurde. Oh, hier, schau mal, das ist aber weit weg. Dann machen wir uns lieber mal auf die Reise, auf die lange. Und ich hoffe, Onkel ist auch wieder mit dabei, ne? Da liegt bestimmt besoffen hinten auf der Ladefläche. Kann ich mir vorstellen. So. Ach, wie schön. Ein altes Filmchen. Was ist das? Eine Kirche? Eine Kirche mit Greenscreen? Oh, ja, ja, ja. Und da gibt's natürlich einen Screenshot. Das sieht aber sehr cool aus. Da machen wir gleich noch einen. Miko Studios. Den Traum leben. Oh, schön. Oh. Oh, Onkel. Möchten Sie Angst haben? So klar. Warum nicht? Was siehst denn du da? Mann, wir sind tatsächlich da. Na, was habe ich gesagt? Filme. Ja, Filme sind gut. Oh, heute das letzte Shooting. Ach Mensch, das ist aber von damals. Das finde ich übrigens sehr interessant hier. Sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Hier gibt es gleich was zum Buddeln. Buddel flink. Ich buddel den ganzen Tag umher. Was? Man weiß wieder nicht so richtig. Ja. Ach so. So, Onkel, was hast du denn da entdeckt? Soll ich da reingehen? Hm? Entschuldigung. Ja, ja, ich geh mal da rein. Ich schau mal, was ist hier. Oh. Filmplakate. The Girl with the Beaver Tattoo. Oh. Wir müssen erstmal gucken, was wir hier alles einsammeln können. Das nicht, das nicht. Das auch nicht. Das kann ich alles zerkloppen hier. So machen wir das. Weil wir haben ja eigentlich einen Suchauftrag, aber wenn wir jetzt erstmal hier schon mal alles mitnehmen, ne? Wir sorgen ja eigentlich nur für Ordnung, ne? Wenn denn dann ein Abrissunternehmen kommt, das hat ja dann deutlich weniger zu tun. Dank unserer Hilfe. Oh, mach das mal weg. Komm ich da hinten hin? Weiß ich noch nicht. Onkel, halt die Stellung, bitte. Hä? Hallo? Oh, Müll. Müll, noch mehr Müll. Immer Müll für uns. Oh. Noch was hier? Nö. Ja, siehst du, da haben wir doch... da haben wir doch das schon alles abgegrast. Oh, das sieht aber auch schön aus hier. Wir brauchen ja immer Screenshots für Thumbnails und so, ne? Freunde, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht finden wir was Schönes. Wir gehen erstmal... Oh, was haben wir denn da? Ein Maulwurfshaufen. Man sieht irgendwie nie, was drin ist. Ach, da ist schon was. Nö. Keine Ahnung, was wir da immer finden. Oder ist es nur Geld? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt wird's spooky. Da gehen wir später hin. Was haben wir hier? Hier ist niemand begraben. Ja, auch nicht. Aber hier gibt es immer viel. Nicht, dass wir hier Leichen ausbuddeln, Leute. Ich will keine Leichen. Oh, ein Rad. Da hat einer vorsorglich seine Winterreifen vergraben. In der Hoffnung, dass es bald... Sie sind schon ein bisschen verrückt, oder? Sie, komischer Zombie. Ach, Leute. Aber ich habe mich nicht erschreckt. Nein. Da, 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 da. Es ist aber jetzt wirklich, es ist, ja, es ist okay. Es ist okay.
wir können uns zumindest mal hier durchhacken. Das geht nicht kaputt. Okay. Ist hier ein Häufchen? Kann man hier ein Häufchen machen? Nö. Okay, gehen wir mal hier hinten rum. Oh. Oh. Was ist hier? Ein bisschen Gebäck, ein bisschen Schrott. Gebäck und Schrott. Hinten ist ein Zombie, seht ihr den? Zombie. Ich komme hier nie wieder raus. Doch. Oh. Wolltest du mich erschrecken? Hm? Nicht mit mir. Ich bin zu alt, um mich zu erschrecken. Oh, süß. Da haben wir wieder das Häschen von gestern. Ach, wie toll. Da-di, da-di. Oh. Geh mal weg. Oh, was ist das? Ein Zombie-Arm. Den brauchen wir natürlich, ne? Der ist ganz, ganz wichtig. Mehr gibt es hier drin nicht? Nein. Schade. Zombie-Arm. Oh, hier gibt es natürlich wieder ganz viel lustige Sachen für uns. Oh, auf euch, oder? Nee, doch war doch kein Moonshine. Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ich hätte es mir ja gewünscht für euch. Aber nein. Aber das ist schönes Metall, ne? Für Sachen, die wir reparieren müssen, ist das ja super toll. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ach, das geht ja auch noch. Okay, gehen wir erstmal außen rum. Schauen wir mal, was ist hier. Oh. Oh. Da gibt es bestimmt irgendwo ein Knöpfchen. Ein kleines Knöpfchen. Du hast keinen Schlüssel. Was ist denn das für ein Riesengelände, sag mal? Das ist ja Wahnsinn. Oh, noch ein Zombie-Arm. Wir kriegen einen ganzen Zombie zusammen heute. Hundertprozentig. Oh. Wir müssen natürlich alles abbauen. Ich meine, das ist seit Jahrzehnten, ist das hier, ne? Ich meine, das macht ja keinen Sinn. Das kann man ja nicht alles hier stehen lassen. Das muss ja mal einer entsorgen. Und das bin in diesem Fall natürlich ich. Nimm mit. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts zum Buddeln. Aber das sieht... Oh, Excalibur. Das nehmen wir natürlich mit. Ein Zombie? Das ist ein Zombie-Roboter. Haben die hier Terminator gedreht? Oh. Komm ich da hoch? Ja. Ein Regiestuhl. Das ist toll. Der ist aber für mich persönlich. Oh, schaut mal da hinten. Das ist ja cool hier. Ja, Wahnsinn. Ich will dich mitnehmen. Darf ich nicht. Hier komme ich nicht ran. Oh, 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 oh. Hopp. Will ich haben, haben. Ja. Hm. Durch dieses Geäst können wir uns nicht durchschlagen. Nein. So, was haben wir hier noch? Eine... Hört ihr das? Ich höre eine Klorolle. Eine wunderbare Klorolle. Hier ist sie nicht drin. Gib mir mal her jetzt. Wo ist denn die Klorolle, Leute? Da ist sie. Ja. Mm. Bei dem Sturm kannst du ruhig mal einen ziehen lassen. Ich meine, der ist ja sofort weg. Ne? Merkt ja keiner. Oh. Holla. Das ist gut. Das brauche ich als Axt. Oh, was haben wir denn hier? Noch eine Wanddeko. Eine kleine Pulle. Ach, wie schön. Was die hier alles haben in ihren Gräbern. Gehen wir erstmal hier rein. Da steht einer. Da steht Cäsar. Oh. Das brauche ich. Ja. Und das brauche ich nicht. Aber ist egal. Ich mache es trotzdem kaputt. Särge.
Sergej. Sergej spielt also auch mit. Oh ja, wir ja noch. Hey. Ja, komm her. Zieh dich nicht. Das brauchen wir alles, ne? Falls wir hier Dinge für unsere Kundschaft reparieren müssen, brauchen wir alles. Oh. Das ist aber eine schöne Ausrüstung für so eine Fotodingensgedöns, ne? Hallo. Darf ich eintreten? Ich gehe wieder. Tschüss. Nein, natürlich nicht. Wir sind doch mutig. Wir sind doch schon groß. Was ist denn das? Oh. Das ist doch wieder ein Rätsel. Ein Rätselspaß für groß und klein. Ach, das ist doch fein. Ich muss bestimmt die Kisten aufheben, um sie irgendwie zu stapeln. Aber ich will... Oh. Ah. Schau mal einer an. So, wie kriege ich das auf? Wie kriege ich das auf? Was ist das überhaupt für ein komisches Objekt? Schlüsselobjekt. Okay. Und jetzt? Gibt's hier kein... Eins noch. Ja, welches, ne? Doch, das da. Nein. Ja? Ja? Aber das ist doch höher. Kann ich hier noch mehr? Irgendwie? Bist du hoch? Bist du aber nicht noch höher, oder? Doch. Doch, 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 doch. Dann mach das mal hoch. Das da hoch. Und das Köpfchen. Ja. Wir haben das Geheimnis gelüftet. Oh, 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 oh. Ein Schlüssel. Oh, 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 oh. Das geht nicht zu. Dankeschön, junge Frau. Also, das war sehr nett von Ihnen. Das lassen wir mal lieber an hier, ne? Wir wollen ja auch was sehen. So, was haben wir hier? Noch was zum Verchecken? Ja, danke für nichts. Entschuldigung. Mir kreucht immer ein bisschen was hinten raus, falls ihr das merkt, ja, falls ihr das hört. Wenn ich mich bücke, macht es immer... Es ist immer nicht so schön anzuhören. Wenn du das noch einmal machst, dann kriegst du eine über den Schädel. Leute. Ach, das ist ein Spiel für entspanntes Zusammenspielen. Und nicht so was Wildes. Was bist denn du? Ein Zombie-Kopf? Ich nehme mal mit. Oh, da ist noch was. Kommst du her? So, da haben wir das. Ach, das war die andere Seite. Können wir natürlich auch aufmachen, ne? Das ist ja ganz klar. Hier ist ja noch was. Hallo. Wer sind Sie? Warum schlafen Sie hier? Haben Sie nichts zu tun? Interessant. Es ist schon verrückt. Oh. Hä? Macht das kaputt? Noch ein Häufchen? Wir dürfen so viele Häufchen heute hier machen. Das ist unglaublich. Erwischt. Nee, doch nicht. So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Hier auch nicht. Da hinten müssen wir irgendwie rein, ne? Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Heimliches. Schmetterling, willkommen in der Hole. Ich suche ihn. Scheiße. Das sage ich dir. Na, wenigstens hast du mir einen Snickers gelassen. Sogar zwei. Ja, jetzt hier keine Werbung machen. Oh, so. Aber das ist schön. Das nehmen wir mit. Das muss der Onkel holen hier. Da liegt noch was.
Komm ich hier nicht rein? Nö. So, Greenscreen hatten wir ja schon mal. Keine Geheimnisse, vollen Geheimnisse. Hallo. Wir hatten ja eigentlich seinen ganzen Müll hinterlassen, hm? Das macht man doch nicht. Ach so, da sind wir jetzt quasi einmal im Kreis gerast. Noch ein Häufchen. Wer will mich jetzt erschrecken? Uff, niemand. Okay. Oh, Entschuldigung. Bissele Döschen. Da, schau, 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 schau. Da, 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 da. Erwischt. Kleiner Pflegel. Kleiner alter Pflegel. Bitte das. Bitte das. Bitte das. Und das. Und das. Das nehmen wir natürlich auch mit, ne? Die guten alten Stühle, die hier schon aus seit den 60ern stehen. Dafür sehen die aber noch. Oh, gut aus. Was ist das? Oh. Majestätisch, majestätisch. Und das alles auf einem Drehtisch. Oh. Oh. Da ist was kaputt. Ich nehme es trotzdem. Lass doch mal los. Ich habe schon wieder einen Schluck auf. Das muss am Stress liegen. Oh. Oh, ist das was zu buddeln für mich? Nein, nein, nein. Schubidu, hier ist der Onkel, ne? Hier brauche ich Dietrich, ehrlich. Okay, der. Der, der. Der und der. Tada! Wie ist der Onkel? Da musst du nicht mehr so weit laufen, weißt du? Hat ja auch was Tolles. So, wir müssen jetzt nochmal da hinten hin. Ihr wisst wohin? Weil wegen Filmstudio und sowas. Oh, was haben wir denn hier noch? Du wirst auch immer abgelenkt. Weißt du, was ich für dich übrig habe? Das. So. Oh. Schau mal einer an. Die wollen uns jetzt gleich wieder erschrecken, liebe Kinder. Also Achtung, ja, Vorsicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Oh. Komm mit, du kommst auch noch mit. Was haben wir denn hier? Ah, eine Gitarre, natürlich. Die Zombie-Gitarre, wer kennt sie nicht? Spiel mir das Lied vom Tod. Ach, hier haben wir auch noch was. Oh, hier ist ein Kreuz dran, das hat doch was zu sagen. Oder auch nicht. Jo, hier waren wir ja schon. Was bist du? Noch ein Zombie-Arm? Da können wir uns ja fast eine komplette Zombie-Spinne bauen. Ja, das ist hier alles gut, alles schick, alles... Alle Knorke. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte mich doch nicht ablenken lassen. Leute, bitte, macht doch nicht sowas mit mir. Läufst du mal? Ist das noch was für uns? Nö. So, geh mal davon aus, dass hier für der Schlüssel ist. Ja. Oh. Das muss wohl irgendwo in der Nähe vom Sumpf sein. Sie? Hören Sie bitte auf damit. Das sind doch nur Special Effects, Leute. Linker Arm nach vorn. Hä? Muss ich hier... Puzzleobjekt? Und dann? Das war der falsche Arm. Entschuldigung. Bitte schön. Bitte schön. Reicht ihr uns einen Mittelfinger? Nee. Ist doch richtig. Schon. Tja, da brauchen wir jetzt nur noch die andere Hälfte von dem ganzen Quatsch. Da. Oh. Entschuldigung. Wollte ich vielleicht... Hä? Jetzt ist er weg.
Ach nee, ich habe den aufgesammelt. Ah. Wenn das dreckige Geschirr räumen wir auf jeden Fall auch noch weg, weil, ne, ihr wisst Bescheid. Da wisst ihr ja Bescheid. Zack, zack, zack und zack und zack. Aber wo ist der andere Rest von dieser Frau? Von dieser garstigen Frau? Ihr komischen, garstigen Typen. Da ist noch was. Okay. Du. Huch. Du. Was fehlt denn jetzt? Den Kopf haben wir. Den Arm haben wir. Jetzt fehlt noch ein Arm. Ein kompletter armer Arm. Den werden wir schon finden. Gehe ich mal stark von aus. Haben wir denn alles hier? Wo bist denn du hier? Im Gebüsch oder was? Also, ja, komm, auch noch mit. Und du? Nee. Das ist ja alles verrückt hier. Leute, wir brauchen noch einen Arm. Ich möchte bitte einen Arm. Kuckuck. Vielleicht hier hinten? Na, hier gibt es auf jeden Fall was zu buddeln. Was ist du? Was bist denn du? Komm, buddeln. Buddel, flink, buddel. Ja, da ist schon mal ein Stück Arm. Okay. Hallo? Hallo, 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 hallo. Und tschüss. Wozu auch immer das da war, ich weiß es nicht. Komm, bitte. Da war wohl auch kein Arm drin. Hm. Verrückt, verrückt. Wo ist der andere Arm? Mack, 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 mack. Hm. Hallo? Darf ich hier nicht durch? Was denn jetzt? Aha. Vielleicht ist das Ding ja hier drin, ne? Man weiß es ja nicht. Wir werden schon mal hier durchschauen. So, was haben wir hier Schönes? Ja, das klingt nach Zerstörungswut. Die brauche ich auch noch. Und dich mache ich auch kaputt. Allein aus Trotz. Okay. Da gehen wir später hoch. Jetzt haue ich mit dem ab. Zu seinem Planeten. In 3, 2, 1. Mensch, du, warum machst du das? Mann. Ich wollte doch nur weg. Einfach nur weg. Aber nein. Jetzt schön da und genau. Das können wir alles zerstören hier. Damit hier endlich mal frische Luft reinkommt. So, was haben wir hier noch Schönes? Da gehen wir einfach nochmal hier hinten weiter lang, ne? So, wie sich das gehört. Das war eine Zeichnung von irgendwas. Oh. Boah, 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 macht's hier. Boah, boah, boah. Ja gut, er hat uns ja gefragt, ob wir Angst haben wollen. Und ich habe eindeutig gesagt, dass ihr alle Angst haben wollt. Ich ja nicht, ne? Aber ihr wolltet das ja so. Hab euch doch schon gesehen, wie ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ja, wir wollen Angst haben. Was ist denn das hier Schönes? Aber wir sind hier so laut. Oh. Ich will das haben. Ja. So sieht's doch aus. Nimm mit. Onkel, kleiner, kleiner Onkel. Echtes hier Hindernis? Das war der große Teppich. Ist doch kein Hindernis. Oh. Leider kein Mondschein. Ich habe mich so drauf gefreut. Hab mich wirklich drauf gefreut. So, dann gehen wir nochmal da hoch. Oder kann ich das hier... Komm ich da ran? Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie kommt man immer ran. So, gib her. Gib mir das gute Stück. Und dieses nehme ich auch. Ja. So, haben wir es, oder? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Da hoch? Da hoch? Geht nicht kaputt. Nö, da haben wir das doch schön großflächig ausgeräumt.
Und dann geht's noch da hoch. Was haben wir denn da? Ich krieg hier... Oh. Oh. Das ist eine Säule, ne? Es ist gar kein Geheimnis. Dubi, dubi, du. Lass mich durch, du dumme Kuh. Hm. Willst du denn da runterkommen oder nicht? Ja, danke. Ach, Leute. Oh, das ist eine schöne Orgel. Eine Orgel mit Pfeifen. So. Ja, Freunde, das ist nur für euch. Ja, Mann. Das ist der beste Stoff von allen. So schön. Oh. Ah, das tat so richtig gut, ne? So, was haben wir hier? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich möchte das mitnehmen. Bitte. Oh. Oh, schaut mal. Ein Stückchen von unserem Zirkus. Da musste echt... Was ist denn das da oben? Da komme ich doch gar nicht ran, oder? Ihr musste echt genau hingucken. Oh, wie kommt man... Ja, man bestimmt durch die Bänke, die man übereinander stellen muss. Da bin ich natürlich der Erste, der die wieder zerstört, ne? Das ist ja wohl klar. Hm. Ich kann im Feuer stehen. Hä? Da war doch gerade noch was zu sehen. Bin ich jetzt doof? Kann das sein, dass ich dumm bin oder so? Nee. Ich glaube nicht. So, haben wir doch alles leergeräumt hier. Die Kerzen lassen wir stehen für einen Priester. Und dann müssen wir nochmal zur Engelsfrau. Komme ich da hinten wieder durch? Nein, natürlich nicht. Da muss ich natürlich wieder rumlaufen. Und mich erschrecken lassen von diesen Zombies. Ja. Haben wir das hier? Nein. Bam, 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 bam. Ist denn das der komplette Arm? Der arme Arm? Jetzt bestimmt gleich wieder, oder? Hopp, hopp. Nö, diesmal nicht. So. Es ist die Frau und es ist die Frau, oder was? Oder muss ich dir nur das vervollständigen? Dü, 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 dü. So, der eine Arm ist unten, der andere zeigt nach vorn. Und der Kopf zeigt dahin. Und dieser Kopf? Das ist doch... Dieser Arm? Der ist ein bisschen angewinkelt. Der andere ist gerade nach unten. Ui! Hola, Chica. Kommt jetzt Graf Dracula persönlich da raus, oder was? Oh. Hört, hört. Ja, schön. Cool. Und jetzt will ich das haben. Ich will diese Mechanik haben. Oder den Deckel oder irgendwas. Ja, ich glaube, da haben wir es. Ich denke schon. Wartet mal, hier ist doch noch was. Uff. Und ist das wiedergekommen? Nö. Oh, Onkel, was ist denn los? Was ist los, Onkel? Ja, ja, ich weiß, ich kenne das ja schon. Na ja, ja, ja. Was war denn jetzt los? Onkel, du machst mich wahnsinnig. Komm, Onkel, wir hauen ab hier. Ist nichts mehr los. Komm, hier ist eh zu spukig. Hier gibt's überall Zombies. Es sei denn, du willst hier bleiben. Ist mir egal. Tschüss. Oh, zwei haben wir nicht gefunden. Na ja, gut, das waren, glaube ich, die beiden Kerzen, die wir haben stehen lassen, ne? Aber ich denke, das kann ich überleben. Und in der nächsten Folge, ihr Lieben, schauen wir an, was wir hier Tolles gefunden haben. Wir werden wieder ein bisschen unseren Froschzirkus vervollständigen. Onkel, komm, schlepp das noch rein. Herrlich, wunderbar.
Ja, oh, schaut mal, es ist schon spät in der Nacht. Ich gehe lieber ins Bettchen und wir sehen uns wieder. Demnächst auf diesem Kanal. Abo und Like nicht vergessen, wenn ihr Lust und Laune habt. Oh, bis dann. Tschüss.